Susi, was für ein Donut ist das? Sammy, hast du wirklich versucht, ihn zu essen? Damit dieser Morgen wirklich gut ist, muss ich jetzt sofort etwas essen. Hier ist nichts. Kekse, Ferrero Rocher, Raffaello. Nun, mal sehen, was drin ist. Oh, das ist auch leer. Hey, na aber hallo. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ich habe keine Rede vorbereitet, aber... Hallo, Kabimbom, du bist riesig. Wo kommt das her? Ich habe sie für unser neues Video geholt. Schnell, lass uns sie öffnen. Okay, dann lass uns sehen, ob diese Donuts meinen Zahn wert sind. Werfen wir einen Blick auf die Verpackung unserer Pick-Me-Pops-Überraschung. Im Inneren gibt es einen süßen Duftplüsch-Donuts, Pick-Me-Gelee und drei Überraschungen, die auf uns warten. Um Pick-Me herauszubekommen, müssen wir den Kern knacken und dann das Spielzeug herausziehen. Es gibt hier eine kurze Anleitung, wie ihr an das Spielzeug kommt. Ich kann es kaum erwarten, es zu öffnen. Es kann losgehen! Weg mit dem Plastik! Es ist gut verpackt, keine Frage. Hier ist unser Donut. Endlich! Sehr appetitlich. Es sieht aus wie Erdbeerfrosting. Wir sollten hier drücken, um unser Gelee-Spielzeug rauszuholen. Mal sehen. Wow, komm raus! Schau mal, wer da ist. Ein süßes kleines Kätzchen, denke ich. Schaut euch die hübschen Ohren an. Die kleinen Pfoten, den Schwanz und die lustige Frisur. Seht ihr, wie weich unser Kätzchen ist? Beeindruckend. Zeit, zu unserem Donut zurückzukehren und seine Schätze zu begutachten. Moment. Hey, es gibt so viel Spielzeug hier drin. Susi, warum sind so viele Tütchen da drin? Nun, wir sind dabei, es herauszufinden. Ich kann es kaum erwarten, alles zu sehen. Das ist der Katalog mit allen Spielzeugen. Hier haben wir die kleine Donutsammlung. Und die große Donutsammlung. Wir werden die wir bekommen, später abhaken. Es gibt zwei kleine Bänder hier. Ein blaues und ein lilanes. Sie werden wahrscheinlich irgendwann nützlich sein. Und dann gibt es zwei Bilder. Ein Donut und ein Spielzeug. Das nächste bitte. Etwas Flaches. Oh, es ist ein Aufkleber. So strahlend. Mit einem Affen und einem Gelee-Lama. Noch ein Päckchen. Wow, zwei Sachen. Hallo, lustiger Donut. Ich denke, es ist ein Anhänger, auf den man seinen Namen und Adresse schreiben kann. Und dann hängt man ihn an einen Koffer oder Rucksack. Sodass, wenn man ihn verliert, Menschen, die ihn finden, zurückbringen können. Das hier ist ein holographischer Aufkleber mit glänzenden Bildern. Unser letztes Tütchen von diesem Donut. Aufregend. Hey, es ist ein Haargummi mit einem herrlichen Lama-Donut drauf. Außerdem können wir es als Armband tragen. So, steht mir, nicht wahr? Ciao, Susi. Jetzt will ich auf jeden Fall nicht verloren gehen. Gut für dich, Sammy. Und ich kann nicht erwarten zu sehen, was für ein Tier dieser Donut ist. Oh, es ist ein süßer kleiner Affe. Und er lacht uns sogar an. Und die Farbe ist so ungewöhnlich. Er ist aus Plüsch und fühlt sich ganz weich an. Duftet auch köstlich. Wie Bärenfrosting. Susi, ich glaube, ich weiß, wofür das Ding da ist. Ich weiß, was du meinst, Sammy. Wir sollten eine Schlaufe in dieses Band machen und es befestigen. Auf diese Weise können wir den Donut als Schlüsselanhänger verwenden oder an einen Rucksack hängen. Oder einfach mit ihm spielen. Susi, lass uns die Donuts, die wir haben, abhaken. Also, unser Kätzchen war rosa, unser Donut war ein Affe und unser Gelee-Pygmy war ein Kätzchen. Susi, wenn du alles abgehakt hast, habe ich den Rest von Plastik befreit. Oh, danke, Sammy. Dann werde ich das hier nehmen. Auf geht's. Kommt raus, Tietchen. Und klick. Oh, wer ist das? Es ist Herr Krabbe. Zeig uns dein hübsches Gesicht. So weich und wunderbar. Und so viele Beine. Du riechst auch wie süße Bären. Nun, was hast du sonst noch? Ist das ein Ring? Wow, ein Ring mit einem Kätzchen. Und sogar in zwei verschiedenen Farben. Meine Sammlung wird immer größer. Yay! Was ist sonst noch hier drin? Wir haben bereits den Anhänger, den Aufkleber und den Katalog gesehen. Dieser Aufkleber hat Herrn Krabbe und seinen Gelee-Freund abgebildet. Susi, hast du nicht etwas vergessen? Oh, danke, Sammy. Lass uns unseren Gelee-Freund herausholen. Und drücken. Tada! Komm zu uns, Kumpel. Unser nächster Gast hier ist...
Eine lila Schnecke. Ihr Haus ist schön und hat ein Muster. Nein, wirklich, sie ist super duper süß. Ich kann nicht widerstehen. Lass sie mich drücken. Es war eine Krabbe namens Eppy mit seinem Freund namens Snorl. Also hatten wir einen lila Donut, Herr Krabbe, Eppy aus der seltenen Sammlung und Snorl die Schnecke. Ich werde den nächsten Donut aussuchen. Sagen wir mal, den blauen. Sicher, Sandy. Wer versteckt sich im blauen Donut? Wir werden es in einer Sekunde sehen. Drück es! Hey, wo bist du? Komm schon, ich bin so gespannt, dich zu sehen. Wer ist es? Oh, es ist ein Lama! Mit einer lustigen Locke. Superschön. Weiter geht's. Was denkst du, Sandy? Wen werden wir dieses Mal bekommen? Ich will ein Walross. Ich weiß nicht, wie genau deine Prognose ist, aber wir werden es gleich sehen. Oh, es ist ein Kätzchen wie das auf meinem Ring. Es ist wunderschön. Ich liebe es, es zu streicheln. Und es riecht nach Schokolade, denke ich. Oh Mann, ich wollte ein Walross bekommen. Mach dir keine Sorgen, Sandy. Das nächste Mal wird es bestimmt ein Walross. Lass uns einen Blick auf die anderen Einzelteile werfen. Oh, es ist ein Haargummi mit einem Pinguin. Er ist so lustig. Spring auf, kleiner Pinguin. Fabelhaft. Ich frage mich, was sonst noch bei unserem Donut dabei ist. Wow, wer ist das Niedliches? Was für ein Tier ist das, das uns zuzwinkert, hm? Wartet, seid ihr bereit, einen Blick ins Innere zu werfen? Oh, es hat ein Baby hier drin. Leute, schreibt in den Kommentaren, was ihr denkt, was für ein Tier das ist, okay? Ich glaube, ich soll es mal im Fernsehen. Egal, weiter geht's. Zwei Tütchen übrig. Also gibt es noch viel zu sehen. Tada! Auf geht's. Unsere Bänder. Karten mit unserem Kätzchen Monkey und seinem Freund Lama Jelly. Wir haben auch einen Aufkleber und diese beiden Jungs. Hier, seht ihr? Schokolade. Und unser üblicher Katalog. Wir haben einen blauen Donut, ein Schokoladenkätzchen und ein Jelly-Lama. Nächstes. Denk dran, dass ich ein Walross haben muss. Oh, Sammy, wenn es nur an mir läge. Ich für meinen Teil würde gerne einen Jelly-Welpen bekommen. Was auch immer es ist etwas Niedliches. Schaut mal, Leute, es ist ein Baby-Elefant. Mit einem Rüssel, großen Ohren und einem hübschen kleinen Schwanz. Squish, squish. Nun, Sammy, ich hoffe, es ist ein Walross hier drin. Bereit machen. Ich bekomme Gänsehaut. Und es ist... Huh, alles glänzt. Oh, es ist ein Elefant von der Supersammlung. Unser Elefant hat einen kleinen Rüssel, kleine Stoßzähne und große, große Ohren. Und riecht nach Erdbeeren. Ein Elefant ist kein Walross. Aber ist trotzdem ziemlich cool. Und hey, schau dir all diese Schätze an. Was kann es sein? Oh, dies sind zwei Notizbücher, die wie Elefanten geformt sind. Man kann darin schreiben. Das ist etwas Neues. Wir haben noch nichts Vergleichbares gesehen. Es ist eine kleine Tasche. Man kann etwas Kleines hineinpacken. Und es ist ein Bild von unserem Elefanten drauf. Dann gibt es noch einen Aufkleber mit der Elefantenfamilie. Bezaubernd. Riecht wie Erdbeere. Ich will deren Karton jetzt sehen. Oh wow, sie sind holographisch, genau wie unsere Elefanten. Der Name des Elefanten ist Bombo. Und der Name seines Gelee-Freundes ist Wobba. Susi, ich habe etwas für dich. Was machst du denn da, Sammy? Ja, was ich geschrieben habe, Susi. Das ist so nett von dir, Sammy. Lass uns unsere Elefanten abhaken. Bombo und Wobba. Dies ist unser letzter Donut, Leute. Bist du bereit, Sammy? Ich bin immer bereit. Ich hoffe, es wird jemand Wunderbares sein. Herzlich willkommen. Du bist ein Seeotter, oder? So cool. Kein Schwanz? Dein Haar ist dafür aber wunderschön. Sammy, weißt du, wo Otter leben? Otter sind Meerestiere und sie lieben das Wasser. Zurück zu unserem Donut-Tier. Welches Tier wird es sein? Es ist ein Welpe, yay! Charmant streckt er uns seine Zunge entgegen. Er wedelt auch mit seinem Schwanz. So glänzend und riecht wie Zuckerwatte. Squish, squish! Susi, ich hab nachgesehen. Unser Welpe heißt Lix. Das ist ein toller Name für einen Hund, Sandy. Was haben wir noch? Wie schön ist diese Schlüsselanhängerkrabbe?
und im Inneren gibt es Glitzer. Schön, strahlend, beeindruckend. Und das muss noch ein weiteres Armband für mich sein. Mit einem herrlichen Schildkröten-Donut. Oh. Du kommst zum Pinguin. Tada! Ist noch irgendwas übrig? Ja, ein Aufkleber mit unserem Hündchen und einem Geleehündchen. Was? Kein Otter? Sie riechen wie Zuckerwatte. Lass mich das Band durch den Donut fädeln. Sicher, ich mag das Türkise. Noch mehr Sachen? Oh, das sind unsere Tierkarten. Doggy Lix und sein Geleefreund Otter Bitte. Diesmal hatten wir eine rosane Schachtel. Dann hatten wir ein glänzendes Special Edition Hündchen und unseren Otter. Tolles neues Spielzeug. Ich bin froh, dass ich meinen Zahn nicht verschont habe. Es war jeden Cent wert. Sam, Leute, gebt uns einen Daumen hoch und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine neuen interessanten Videos zu verpassen. Bis bald!